Moin Leute, herzlich willkommen zurück zu diesem neuen Video und schön, dass ihr auch heute wieder mit dabei seid. In dem heutigen Video gibt es Düfte, die ich tragen würde, wenn ich ein bestimmtes Outfit anhabe. Und wir fangen an mit dem klassischen Streetwear-Look. Das heißt Oversize-Klamotten, coole Sneaker, whatever, ja, ihr kennt das. Ich denke, viele von euch werden so unterwegs sein und da habe ich drei Düfte für euch. Zwei ziemlich sichere Düfte und einen, der ein bisschen ausgefallener ist. Und übrigens, fernab von dem üblichen wie Bois d'Argent, Louis Vuitton, Ombre Nomade und so weiter, was eigentlich alle tragen. Ich habe einen sehr, sehr sicheren Duft dabei, den ihr sowieso alle kennt, aber ich finde, der muss auch einfach da mit drin sein. Und zwar habe ich hier auf der einen Seite den Prada Luna Rossa Black. Das ist ein pudrig-würziger Duft mit einer angenehmen Süße, auch so für die kälteren Frühlingstage geeignet, hat so eine gewisse Wärme, die mit dabei ist und ist mit 60 Euro die 50 Milliliter sehr in Ordnung vom Preis her. An Kopf, Herz und Basisnoten haben wir Bergamot, Angelika, in der Kopfnote Herznote Patchouli und Kumarin und in der Basisnote Amber. Und in der Kombination hast du dann eben so einen pudrigen, würzigen, leicht seifigen Duft. Der, finde ich, auch so einen gewissen Touch von dem Alexandria 2 von Serjoff hat, habe ich schon ein paar Mal erwähnt. Ich weiß auch nicht, woher der Eindruck kommt, aber es ist für mich auf jeden Fall, hat ein bisschen was davon. Und das hat dann eben zur Folge, dass dieser Duft sehr hochwertig riecht, wie ich finde. Und außerdem von der Performance her ist er super, vor allen Dingen für den Preis. Und das ist eben so ein Designer-Pick, was ich nehmen würde, wenn ich Streetwear trage. Dann als Nischenduft, um ehrlich zu sein, tut es mir ein bisschen leid, dass ich den jetzt hier schon wieder hole. Aber ich weiß einfach, dass viele von euch zum Beispiel Bois d'Argent tragen oder Louis Vuitton Ombre Nomade. Und aus diesem Grund möchte ich einfach diesen Klassiker hier auch mal anbringen, weil ich finde, dass der einfach in keinem Kleiderschrank so richtig fehlen darf. Und das ist eben der Creed Aventus oder alternativ eines der vielen Dupes von diesem Duft. Wenn ihr wissen möchtet, ob der Duft meiner Ansicht nach im Jahr 2021 noch sein Geld wert ist, dann schaut gerne das Video, was ich euch hier oben verlinke. Aber Creed Aventus ist so ein frisch fruchtiger Duft mit einer holzigen und leicht rauchigen Basis. Ananaskopfnote, ein sehr bekannter Duft, aber auch ein unfassbar guter Duft. Und ihr könntet das durchaus auch variieren, ja. Also ihr könnt durchaus auch einen der Dupes nehmen oder einen der Aventus-inspirierten Düfte oder auch vielleicht den Aventus Cologne für den Sommer, wenn es ein bisschen wärmer wird. Der hat mir eigentlich auch ganz gut gefallen. Den habe ich ja auch schon rezensiert. Und wenn euch Creed Aventus nicht zu teuer ist, würde ich euch den an dieser Stelle auch auf jeden Fall empfehlen, weil ich finde, der passt einfach sehr gut auch zu einem lockeren Outfit. Dann gibt es noch einen extra Duft, den ich für euch habe, für alle diejenigen, die es ein bisschen markanter mögen. Ich war mir bei diesem extra wirklich nicht sicher, weil ich wollte auf jeden Fall einen Amouage-Duft hier drin haben. Aber um ehrlich zu sein, ist der Reflection Man ein bisschen zu mainstreamig und Interlude und Epic Man sind ein bisschen zu krass für die meisten. Was aber durchaus auch Empfehlungen sind, die ich euch an dieser Stelle geben kann, wenn ihr ein bisschen aus eurer Komfortzone rausgehen wollt. Aber für die Leute, die einen guten, tragbaren Duft suchen, der aber auch ausgefallen ist, da habe ich den Myths Man. Und zwar ist das ein rauchig-würziger Duft mit Weihrauch und Iris und meiner Ansicht nach eben eine sehr gute, leicht mainstreamigere Alternative zu dem Interlude Man. Mit immer noch einer sehr guten Performance und einem Preis, der in Ordnung ist, würde ich sagen, mit 200 Euro die 100 Milliliter. Nicht ganz preiswert, aber trotzdem sein Geld wert. An Kopf, Herz und Basisnoten haben wir Chrysantheme und Iris in der Kopfnote, in der Herznote Rum, Rose, Vetiver und Elemiharz und in der Basisnote Labdanum, Asche und Leder. Und in der Kombination ist es eben, wie gesagt, ein würziger, leicht rauchiger Weihrauchduft, der, finde ich, ziemlich gut ist, wenn man sich jetzt noch nicht so extrem mit den Düften auskennt, aber einfach mal so ein Statement oder einen sehr guten Duft einfach haben möchte. Dann habe ich als nächstes den sportlichen Look bzw. Casual Look, also T-Shirt und Chino oder Jeans. Jetzt nicht unbedingt so dieses Streetwear-Ding, sondern einfach so das, was man normalerweise tragen würde. Da habe ich erstmal einen tollen Designerduft und zwar den Chanel Allure Homme Sport. Das ist ein zitrisch frischer Duft mit einem cremigen Unterton und dieser typischen Chanel-DNA, finde ich, hat auch so ein bisschen was fast schon von so einem nischenähnlichen Duft, weil er einfach sehr gut gemacht ist, mit einer guten Performance. In der Kopfnote haben wir Aldehyde, Mandarine, Meerwasser und Orange. Aldehyde halt geben diese typische Chanel-DNA, wie man es ja auch von Chanel Nummer 5 vielleicht schon kennt. In der Herznote haben wir Neroli, Pfeffer und Zeder und in der Basisnote haben wir Amber, Moschus, Tonkabohne, Vanille und Vetiver.
Und diese Tonkabohne-Vanillen-Kombi mit einem Zitruskick am Anfang macht diesen Duft einfach sehr, sehr geil, finde ich. Und außerdem hat er so eine Cremigkeit dabei, die ich sehr, sehr geil finde. Mit 60 Euro die 50 Milliliter auch definitiv im akzeptablen Bereich. Dann eine Alternative dazu, Givenchy Gentleman. Ich wollte jetzt nicht schon wieder den Pradalom rausholen, ja, weil der, finde ich, ist auch so ein bisschen, wird an vielen Stellen auch erwähnt hier auf YouTube. Und deshalb habe ich mich für den Givenchy Gentleman entschieden. Tolle Alternative dazu. Pudrig süß, florale Noten. Ist maskuliner meiner Ansicht nach als Pradalom und ein super eleganter Alltagsduft mit einer guten Performance. 65 Euro die 100 Milliliter. Definitiv günstig. Noch günstiger als der Chanel Allure Sport. Und an Kopf, Herz und Basisnoten haben wir schwarzen Pfeffer und Lavendel in der Kopfnote. In der Herznote Tolu-Balsam. Iris, ich muss immer lachen, wenn ich Schwertlilie sehe, weil ich es so bescheuert finde, dass Parfumo das als zwei verschiedene Duftnoten klassifiziert. Und naja, whatever. Auf jeden Fall Iris in der Herznote noch und in der Basisnote Patchouli und Vanille. Und vor allen Dingen diese Patchouli-Vanille-Kombi macht das Ganze, finde ich, ein bisschen maskuliner. Jetzt wird es hier gerade wieder ein bisschen dunkler, weil es nämlich wieder am Schneien ist im April. Ich hoffe, das stört euch nicht. Muss das dann im Nachhinein wieder anpassen mit dem Color Grading. Ich habe jetzt auch noch einen Nischenduft für euch und einen Extra-Duft, der ein bisschen in eine andere Richtung geht. Und zwar als Nischenduft den Roja Elysium oder Parfum. Nicht das Parfum Cologne, weil dieser Duft hier nämlich intensiver ist. Und das ist wirklich so die hochpreisige Alternative zu Aventus. Also Aventus ist ja schon ziemlich teuer, aber Roja Elysium ist dann nochmal mit 450 Euro die 100 Milliliter ein gutes Stück drüber. Ist ein fruchtig, frischer, zitrischer Duft mit einer sehr, sehr guten Performance und die Duftnoten sind zu viele, um sie aufzuzählen. Wenn ihr aber wirklich mal so eine Alternative zu Aventus haben wollt, die in eine ähnliche Richtung geht, aber wirklich sehr, sehr gut umgesetzt ist, dann den Roja Elysium auf jeden Fall mal probieren. Und das Extra, was ich für euch habe, ist Guerlain L'Homme Ideal Eau de Parfum. Der Definition entsprechend auch eigentlich ein Nischenduft und das ist aber dieses mal ein süß-würziger, gourmandiger Kirschduft. Und das ist eben ein Kirschduft mit Mandelnote. Also es ist ein Kirschmandelduft, hat deshalb ein bisschen was von so einer Süßspeise. Den würde ich auch aufgrund seiner guten Performance nicht unbedingt im Sommer tragen, weil das einfach, finde ich, nicht so gut in den Sommer passt. Ist süßlich, aber trotzdem maskulin mit dieser typischen Guerlain-DNA und wirklich ein sehr, sehr toller Duft. An Kopf, Herz und Basisnoten haben wir hier Mandel, Bergamotte und Gewürze in der Kopfnote, in der Herznote Rose, Weihrauch und Vanille und in der Basisnote Leder, Sandelholz und Tonkabohne. Hat also auch so einen gewissen orientalischen Twist mit dabei. Dann die vorletzte Kategorie sind so diese Business-Casual-Düfte, also Hemd und Chino plus ein Sakko oder Vorstellungsgespräch und so weiter. Das sollen Düfte sein, die einen professionellen Eindruck vermitteln, aber nicht zu hoch zugeknöpft sind. Ja? Und da habe ich zuallererst mal den Dior Homme Parfum, wer ihn noch nicht kennt. Das ist ein Iris-Duft, mal wieder, also auch so in die Richtung von dem Givenchy Gentleman, aber mit einer sehr holzigen Basis für kältere Temperaturen und wirklich so in der perfekten Mitte von männlich und weiblich. Und wirklich so ein Duft, der eigentlich Unisex wäre, aber doch dann durch diese Ledernoten in eine männliche Richtung geht. Mit einer sehr, sehr guten Performance und einer der geilsten DNAs, die ich jemals gerochen habe. 135 Euro die 100 Milliliter, wirklich eine Empfehlung wert. Hammer Beast Mode Performance, immer noch im Jahr 2021. Als Alternative dazu Creed Royal Ouse, mein Lieblings-Vorstellungsgesprächduft, um ehrlich zu sein, weil ich den nämlich selber in Vorstellungsgesprächen immer getragen habe. Ein sehr, sehr toller Zedernholzduft mit einem Zitruskick am Anfang und so einer leicht orientalischen DNA. Hat nicht wirklich Oud in seiner DNA vernehmbar. Meiner Ansicht nach so ein kleines bisschen, was im Hintergrund schwebt, aber nicht zu viel. Und das ist eben ein super toller, eleganter Duft. Meiner Ansicht nach auch einer der besten aus dem Hause Creed, weil es eben so ein fruchtiger Anfang ist, aber mit einer Zedernholzbasis und deshalb eben sehr, sehr edel wirkt. Und für alle, die ein bisschen was Besonderes haben möchten, aber sich nicht zu weit aus dem Fenster lehnen wollen, habe ich dann hier noch den Fars von Serjoff aus der Oud Stars Kollektion. Wenn man jetzt da hört, Oud, auch bei dem Creed schon, ihr müsst euch wirklich keine Sorgen machen, es geht nicht in eine zu orientalische Richtung, sondern hier haben wir einen holzig-würzigen, Lavendel-holzigen Duft. Also es ist wirklich ein Duft, der sehr viel Lavendel enthält, ein bisschen Oud im Hintergrund, aber sehr, sehr tragbar, mit einer sehr guten Performance und definitiv vom Preis her auch im höherpreisigen Segment unterwegs.
unterwegs. 250 Euro, die 50 Milliliter ist nicht wenig. Und an Kopf-, Herz- und Basisnoten haben wir hier Bergamott und Lavendel in der Kopfnote. In der Herznote Rosengeranie, Jasmin und Zedernholz. Und in der Basis dann Ambra, Nagamota, Oud, Patchouli, Sandelholz und Vetiver. Und vor allen Dingen dieses Nagamota, das wird mal gerne beigesetzt, wenn man nicht so viel Oud da reinmacht, um das so ein bisschen einfach zu verstärken, weil Oud ein sehr, sehr teurer Inhaltsstoff ist. Und dieser Duft wirkt jetzt auch nicht zu orientalisch und zu dick auftragend. So, dann haben wir noch die letzte Kategorie mit drei Düften und das sind die Anzugsdüfte. Und da werdet ihr euch jetzt vielleicht wundern, dass ich eben gesagt habe, ja, Business Look, aber nicht zu zugeknöpft. Denn ich habe jetzt zuallererst den Giorgio Armani Acqua di Gio Profumo, was laut Jeremy Fragrance ja so ein Anzugsduft ist. Und da muss ich dem guten Herrn auch wirklich mal recht geben, weil ich finde, dass dieser Duft wirklich sehr, sehr gut zu Anzügen passt. Denn es ist ein klassisch maskuliner Duft, die etwas Autoritäres ausstrahlen. Das ist also für mich die Definition von dieser Duftkategorie. Und der Giorgio Armani Acqua di Gio Profumo ist ein aquatisch-zitrischer Duft mit einer Weihrauchnote, die mit da drin ist. Und ich finde, dass diese Kombination aus aquatisch, so einem Zitrusanfang und diesem leicht wärmenden Weihrauch einfach sehr, sehr elegant und maskulin wirkt. Wir haben auch noch Patchouli in der Basis, was finde ich sehr, sehr deutlich bei diesem Duft durchkommt. Und Patchouli ist immer so eine autoritäre Note, wie ich finde. Und deshalb finde ich, passt das sehr, sehr gut zu einem Anzug. Mit einer guten Performance auch durch alle Jahreszeiten hinweg tragbar und mit 50 Euro die 40 Milliliter geht's los, wird dann aber natürlich für den Milliliter ein bisschen günstiger, wenn man sich mehr davon kauft. Nur 40 Milliliter ist witzigerweise so die kleinste Menge, die man davon bekommen kann, aber vom Preis her auf jeden Fall kann man, finde ich, gar nichts gegen sagen und mit einer super DNA. Dann habe ich in dieser Kategorie noch zwei Nischendüfte und zwar einmal den Monsieur von Frederic Malle, auch ein Patchouli-Duft, dieses Mal aber wirklich sehr, sehr viel Patchouli mit einer sehr ledrigen Note und definitiv auch ein bisschen gewagter. Das heißt, da müsst ihr auf jeden Fall schon mit dicken Eiern rangehen, weil es nämlich ein erdig, holziger Duft ist, krautig grün mit Patchouli und einer leicht medizinischen Note, aber mit einer sehr guten Performance und, finde ich, einer der besten Düfte aus dem Hause Frederic Malle. An Noten haben wir Patchouli, Tangerine, Rum Absolut, Vanille, Moschus, Zeder, Weihrauch, Amber und Wildleder. Und das ist für mich wirklich so diese ledrig-holzige Kombination mit Patchouli und so einem leicht krautigen Anfang, die diesen Duft sehr besonders macht. Und als letzten Duft habe ich hier noch einen, der sehr, sehr elegant wirkt. Einfach ein absolut wahnsinnstoller Duft, auch aus dem Hause Frederic Malle. Und das ist der French Lover. Und das ist ein würzig-grüner, eleganter Duft, der mit Vetiver arbeitet und nicht mit Patchouli. Und der aber eine sehr, sehr leichte, grüne, elegante und schön floral-aromatische Duft-DNA hat. Mit 140 Euro die 50 Milliliter auch nicht ganz preiswert, aber wirklich ein sehr, sehr schöner Duft. An Kopf-, Herz- und Basisnoten haben wir Iris, Piment und Galbanum in der Kopfnote. In der Herznote Angelika, Vetiver und Zeder. Und ich finde, dass diese floralen Noten einfach so einen sehr, sehr schönen aromatischen Touch geben, der auch wirklich sehr deutlich durchkommt in Kombination mit dem Vetiver. Und dann der Basis Patchouli, Weihrauch und Mosch, wovon man nicht wirklich viel riecht, weil es wirklich ein Vetiver-fokussierter Duft ist, meiner Ansicht nach. Und der ist wirklich so das Eleganzmonster, wie ich finde. Also ihr habt auf der einen Seite diesen Acqua di Gio Profumo, der sehr, sehr viel Dominanz ausstrahlt. Dann der Monsieur, der so richtig kernig, maskulin, ledrig ist. Und dann noch den French Lover für alle, die so wirklich diese elegante Note rauskehren wollen. Das sind eben drei Düfte, die ich zu einem Anzug tragen würde. Das war es jedenfalls schon mit meinem Video zu den Duftstyles. Also welche Düfte würde ich tragen, wenn ich was Bestimmtes als Outfit trage? Lasst mir gerne eure Meinung dazu in den Kommentaren da und welche Düfte ihr in den jeweiligen Kategorien seht. Das würde mich nämlich interessieren. Ansonsten lasst mir gerne einen Daumen nach oben, damit es euch gefallen hat. Abonniert diesen Kanal, wenn ihr noch nicht kennt. Wir sehen uns gerne im nächsten Video wieder, Leute. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Bis dann, euer Kai.